schon, aber... Was war... Was? Was ist das? Kann mir bitte einer erklären, was das ist? Das ist vom Pokémon-Mod! Das ist ein Poké-Center! LOL! Das ist ein Poké-Center! Ah, wie geil, bitte! Wie geil ist das? Ich sag mir nicht, das ist... Das ist Quarz! Das lass ich aber stehen hier. Alter, wie geil! Da muss ich gleich mal, also... Waypoints... Remove, tue ich mal ganz kurz die beiden weg. Remove. So. Und Add. Pokécenter XD. Wie geil, bitte. Da ist ja einfach ein Pokécenter. Ist hier außenrum noch irgendwas? Das hat sich mir weggemacht, als wir den Mod entfernt haben. Einfach stehen geblieben. Feier ich jetzt gerade? Sieht geil aus. Also das war jetzt unerwartet. Hat mir zwar nichts gebracht. Ich hätte zwar das gehabt. Ich hätte jetzt theoretisch. Achso, das sind noch alte Regionen hier. Okay. Das sind hier noch alte Regionen. Deswegen steht das Pokémon Center noch hier. Ah. Ich hätte jetzt theoretisch das Quarz abbauen können, aber... nee. Wir bauen gerade momentan eh nichts aus Quarz und dann lasse ich lieber dieses schöne Pokécenter. Das sieht ja echt geil. Also wer das gebaut hat, das sieht schon schön aus. Und es war gerade echt so eine Warnüberraschung, kann man nicht anders sagen. Und es, also wenn jetzt alle Pokécenter so stehen geblieben sind, die der Mod generiert hat, wenn alle stehen geblieben sind, die wir gefunden haben, und vielleicht auch Arenen, dann kann ich mir vorstellen, aber noch ein bisschen was zu sehen, weil die Arenen sehen mitunter, glaube ich, ziemlich geil aus. Da hinten habe ich gerade eine seltsame Art Plateau gesehen, deswegen will ich da gerade mal hin. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Potsoul und nach Gletschereis. Wow, Alter, wenn ich das schon sehe. Diese gigantischen Felsmassive. Der Wolke würde sich jetzt, der würde sich in die Hose kacken einfach, der liebt sowas. Der würde sich so wieder da sitzen einfach und dann wäre alles voll. Oh mein Gott. Und diese epische Musik dazu, von den neuen Liedern, die ich mit reingepackt habe. Wir haben übrigens 50 neue Lieder ungefähr in der Playlist. Meistens so Spieletracks von Dedelic, die ich jetzt nochmal mit reingepackt habe. Die hatte ich eine Weile in einer separaten Playlist, ich weiß gar nicht warum. Jetzt habe ich sie mit reingepackt. Boah, ist das geil. Episch, ich weiß nicht warum. Ich so schief singe. Doch, das ist episch. Episches Gesinge. Das. Du singst scheiße, hör auf damit. Nein, genau deswegen mache ich es ja. Um dich zu ärgern. Aua. Hallo? Ist einfach geil. Also die neuen Biome, kannst du sagen, was du willst. Zusammen natürlich in der Verbindung mit den alten ist einfach eine Vielfalt, die ich auf jeden Fall erweitert sehen möchte. Was war das da hinten gerade? Ob wir heute noch Potsoul oder so etwas finden. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube ja, Pilze können auf Potsoul wachsen. Großpilze. Epische Pilze. Wie die Musik auch gerade echt geil umgeschwungen hat, als wenn das in dieses graue Biom rein sind.
Die Musik weiß halt einfach, was ich brauche. Boah, krass. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Ich dachte gerade, da kommt irgendein Pigman auf mich zu, Alter. Jetzt bin ich aber noch ein bisschen paral geworden. Das hinten sieht aus ein bisschen wie so eine Klaue, siehst du da der Fels so? Ich habe gerade überlegt, ob ich es erwähne, aber dann dachte ich mir so, ja, das musst du schon erwähnen, weil es ist ein wichtiger Teil des Let's Plays, ne? Wenn man davon ausgeht, dass man eigentlich in einem Let's Play alles zeigen muss, was man also zeigen sollte, was es in dem Spiel gibt, dann müssen wir auf jeden Fall. Boah, da müssen wir noch ganz schön nachlegen. Wir haben letztens erst mal geguckt, wie Feuerwerke gehen, das wusste ich selber ja alles noch gar nicht. Und was es ja alles in dem Spiel gibt, was wir noch nie gemacht haben, das ist schon beachtlich. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann noch mal. Irgendwo muss ich anfangen, ich weiß bloß nicht wo. Das ist am geilsten wäre es natürlich, wenn mir da Vorschläge gesendet werden, wo ich anfangen sollte. Ich weiß, ich soll noch einen elektrischen Ofen bauen, also einen, der mir alles schmilzt und so. Das werde ich auch noch bald machen, so einen Glockofen. Kann ich gerne mal machen, kein Problem. Den habe ich auch versprochen und den vergesse ich auch sicher nicht. Aber da muss ich mir vorher, geil. Echt geil, einfach nur. Da muss ich mir vorher auf jeden Fall eine Kopie anlegen. Da muss ich mir vorher auf jeden Fall erstmal eine Notiz anlegen, wie der genau gebaut wird. Weil so oft 0, nichts baue ich den bestimmt nicht. Der ist, ich habe ihn schon mal angeschaut, der ist doch ein bisschen komplexer als ich dachte. Alter, es ist zwar echt ein Krampf, hier hin und her zu laufen, aber es ist einfach geil. Und an denjenigen, ich habe ja, wie gesagt, momentan sehr viele Kommentare, wie gesagt, bin auch sehr stolz auf euch, an den Herren, der mich gefragt hat, ob ich den ruhigere Musik in die Playlist reinpacken könnte, wo wir uns dann, das war sehr lustig, und zwar hatte ich die eine Folge, da war, lief so ein richtiges Techno-Beat-Musik-Ding irgendwie, und dann hatte ich ja die Schallplatten getestet und ich will die ganze Zeit diesen Anhäufungen, weil ich hoffe, dass es Potsdam ist. Und danach habe ich vergessen, die Musik anzumachen und da meinte er, Minecraft an sich ist, das Display an sich findet er ganz geil, nur ich solle Minecraft nicht so als abgespacedes Hyperspiel darstellen. Ich habe auch so, als ich das Kommentar gelesen habe, hä, was ist denn jetzt los, hä? Aber da habe ich mir die Folge angeguckt, habe verstanden, was er meinte. Hat er wirklich nur dieses eine Lied gehört und danach kam nichts mehr, weil ich vergessen habe, die Playlist wieder anzustellen. Deswegen dachte, oh, geil, das sind die anderen Bäume. Super nice. Da haben wir beide Bäume mit einem Schlag bekommen. Das war schon nicht schlecht. Und ja, falls du wieder zugucken solltest, du merkst also, ich habe noch eine ganze Menge ruhigere und besinnlichere Musik drin im Petto. Was ja auch mehr zu Minecraft passt. Und jetzt habe ich da gleich ein kleines Problem. Es sind nämlich ein paar viele Zombies. Nehmen immer noch. Hallo, bei dir spinnt's wohl oder was? So. Als Wälder sind einfach mitunter so geil gestaltet. So, und dann gib mir noch mal ein bisschen. Dann gib mir noch mal ein bisschen von deinen Setzlingen, lieber Wald. Kommst her in eine neue Region und holst erstmal einen kompletten Wald ab. Einen kompletten Baum ab. So als erste Tat, so als ich bin hier neu und mache mich gleich mal deinem Lebensraum bereit, lieber Wald. Also ganz ehrlich, wenn davon, von dieser Art Baum, wie da hier so existiert gerade, wenn davon noch eine höhere Version kommt, also eine richtig breite Mammutbaum-Version, ich würde es so feiern. Es wäre echt ein Traum, also davon eine breitere Version, so richtig, und dann so wirklich große Wälder. Sag mal, auf dem Boden wachsen die Riesenpilze. Das muss man sich mal vorstellen, auf dem Boden wachsen die Riesenpilze.
Und über den Pilzen, weit über den Pilzen, sind die Baumkronen von diesen Dingern dann. Alter, das würde so episch aussehen, ne? Wenn du durch den Wald läufst und der Wald ist einfach so gigantisch groß, dass du das Ende, dass du, boah, dass du da drin ein Haus bauen könntest, unter den Bäumen. Stell dir mal vor, du könntest unter den Bäumen von dem Wald einfach ein Haus bauen und in dem Wald so leben. Das wär's echt. Und ich muss noch ganz kurz hier mindestens 4 Setzlinge holen, weil sonst können wir keinen Baum machen. Es tut mir leid, dass ich den Wald hier so zerstören muss dafür, aber geht leider nicht anders. Ich würde die Bäume auch freundlich fragen, ob sie mir Setzlinge geben, aber ich glaube, da unterscheidet sich unsere Denkweise noch ein wenig von mir in dem Baum. Die Denkweise von Mensch und Baum unterscheidet sich prinzipiell eigentlich ein wenig, also das sollte man jetzt nicht so schockiert drüber sein. So. Ja genau, das sind zum Beispiel diese Pilze. Und ich fände es halt geil, wenn die Pilze enden würden hier. Die würden einfach da enden. Und dann da oben würden die Baumkronen beginnen. Das würde einfach, das wäre so episch. Könntest du kleine Hütten dazwischen bauen, vielleicht auch so Zwergenhütten finden einfach. Es gibt doch in jedem guten MMORPG gibt es doch Zwerge und so. Warum gibt es bei Minecraft keine Zwerge? Es gibt auch schon Baby Creeper und den ganzen Creeper noch nicht, aber Zombies und den ganzen Spaß. Warum erfindet Minecraft keine Zwerge? Das wäre doch also Zwerge oder so kleine Goblins oder so. Vielleicht dann auch mit so einer Goblin-mäßigen Funktion. Ich renne. Wenn es so einer Goblin-mäßigen Funktion, dass die dir, sag mal, die sagen wir mal, die gibt es nur in Spawnern, dass dann ab und zu vielleicht so Spawner wie normal auftauchen, aber nur in diesen Wäldern. Sagen wir mal, es gibt pro Wald immer so 1 bis 2 Spawner und da sind diese Goblins drin. Und die Goblins können ja eventuell, so wie es halt für die üblich ist, Goldnuggets droppen. Oder vielleicht auch Smaragdnuggets. Vielleicht führt man Smaragdnuggets noch ein. Oder kleine Smaragde einfach, mit denen man auch bezahlen kann, dass die Dorfbewohner dann entweder kleine oder große nehmen. Muss halt im Endeffekt eine gerade Summe ergeben, weil Smaragde kann man ja bekanntlich nicht kaputt machen oder zerkleinern oder sowas miteinander. Gold geht ja schon, Smaragd eher weniger. Und dass sie dann einfach Smaragde oder so droppen lassen, aber nur Nuggets natürlich, nicht ganz, das wäre ein bisschen hart. Hier ist ein Regen reingelaufen, sehr dumm von ihm. Boah, was für eine geile Gegend hier, ey. Das hört doch gar nicht mehr auf, gell, das ist ein monstergroßer Wald. Okay, jetzt wo ich es gesagt habe, hört es natürlich auf. Kam ich nicht von hier? Ich glaube, ich bin eine Runde gerannt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin eine Runde gerannt. Und dass die vielleicht die Fähigkeit haben, wenn du gegen die kämpfst und die dich attackieren, dass sie dich treffen. Guck mal, man kann ja auf den Bäumen drauf rumlaufen. Alter, guck mal das an. Ich feiere das so. Dass die vielleicht die Fähigkeit haben, wenn die dich ankloppen, also anspringen so, dass du einfach einen Stack aus deinem Inventar fallen lässt. Egal, was du gerade dabei hast. Am besten nicht aus deiner Taskleiste, weil das ist ja ein bisschen doof. Weil, wenn du dein Schwert fallen lässt, ist scheiße. Ganz, ganz. Fuck. Aber aus dem Inventar lässt er dann einfach ein Stack fallen oder so. Und da kann man dann vielleicht auch sowas wie einen Umhang sich craften, dann, dass man dann hier dann noch mehr Slots kriegt, dass man sozusagen sich eventuell versteckte Taschen oder sowas einnehmen kann. Alter, das würde Minecraft so nach vorne bringen, so ein bisschen sicher, dass man halt auf mehr Dinge achten muss. Ich meine, heutzutage gehst du einmal runter, holst dir 3 Diamanten, baust dir damit eine Spitzhacke, die, Glück hat, dann holst du dir nochmal 50 Diamanten und dann hast du Rüstung plus alles, dann musst du nur alles verzaubern, das ist alles. Aber das ist schon eine Menge. Also, da gibt es auch noch Tränke und so ein Spaß und
So, also Minecraft ist ja schon wirklich, man muss sagen, es gibt schon eine Menge für Krieg und so im Kampf. Man kann sich mit Tränken weiter rüsten, man kann seine Rüstung aufpeppen, man kann solche hier. Wie nennt sich durch den Nether-Kristall, was haben wir da bekommen? Ja, wie weiß ich, Verstärkungsboosts kann man einbauen. Man kann schon echt eine Menge machen. So ist es ja nicht, ne? Das will ich auch gar nicht bestreiten. Scheiß Spinnen. Das will ich auch gar nicht bestreiten, dass man nichts machen kann bei Minecraft. Aber es wäre halt schön, wenn man sich in verschiedene Richtungen weiterentwickeln kann. Ich zum Beispiel bin nicht der Freund von Tränken. Aus dem einfachen Grund, es ist einfach viel zu mühselig, die Tränke jedes Mal zu machen. Ich werde es zwar auch einführen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Tränken arbeiten und so. Und so Tränke wie Unsichtbarkeit macht auch mega viel Spaß. Aber man kann es nicht immer machen. Vor allem, weil die Ressourcen dafür natürlich auch mega knapp sind. Verzauberungen bin ich sowieso ein ganz großer Freund von Waffen. Das Skillsystem fände ich bei Minecraft ja noch episch. Also ein richtiges Skillsystem, boah, ich würde so feiern. Wir hatten es bei dem einen Mod ja schon drin, den musste ich dann leider rausmachen, weil der mir irgendwas, ich glaube, ach ja stimmt, die Workbench hatte der mir kaputt, den Ofen hatte, der es mir kaputt gemacht, wenn ich in den Ofen reingegangen bin, ist das Spiel halt gestürzt bei dem Mod. Den fand ich ja schon echt geil, den Mod, aber ja, sowas müsste man vielleicht bei Minecraft einführen, das würde ich feiern.